Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten und auch zu meinem letzten Unboxing. Ja, das letzte Unboxing steht für diesen Monat wieder an. Es ist jetzt schon nächster Monat, aber leider ist die Box erst gekommen am 27. Nein, am 28. sogar. Am 28. und deswegen kommt die Box erst jetzt online. Ich konnte es leider nicht früher machen. Habe sie so schnell wie möglich aufgenommen, genauso wie die Gusterbox. Und die Vernaschte die Weltbox ist wieder dran. Das heißt, es wird auf jeden Fall jetzt ein Gewinnspiel starten. Ihr könnt die Box gewinnen mit den Produkten, die ich euch rausgesucht habe aus meinen ganzen Boxen. Und wenn ihr wissen wollt, welche Produkte das sind, ich verlinke euch unten die Unboxings auf jeden Fall. Da könnt ihr dann nachschauen, aus welcher Box ich welches Produkt für euch rausgesucht habe. Und es kommt natürlich noch ein Highlight-Produkt dazu. Und zwar schreibt ihr mir das einfach in die Kommentare. Und hier kommen wir schon zu den Teilnahmebedingungen. Auf jeden Fall einen Like da lassen, Daumen nach oben. Auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein. Und wichtig ist, dass es öffentlich ist, weil sonst gilt es nicht, sonst kann ich es nicht nachvollziehen, ob er mich abonniert hat. Genau, und einen Kommentar da lassen mit Hashtag Box. Ja, ich weiß nicht, welche Box es ist. Nur Hashtag Box. Und auf jeden Fall wieder in die Kommentare, was ihr als Highlight-Produkt drin haben wollt. Also, was ihr noch drin haben wollt. Ja. Aber jetzt kommen wir zur Box. Und zwar haben wir wieder diese Vernaschte die Welt-Box. Ach, ich bin schon mega gespannt. Die ist dieses Mal aus dem Land Kanada. Also, das weiß ich noch. Und ich bin mega gespannt. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich mache auf. Und hier haben wir schon einmal wieder eine Karte von Kanada, denke ich mal, Toronto oder so, keine Ahnung. Und hier seht ihr es, es ist eine Kanada-Box. Und die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also wir hatten jetzt USA ein paar Mal drin, Mexiko war einmal drin, aber Kanada ist jetzt das erste Mal. Deswegen gucken wir. Und das erste, was mir auch schon entgegenspringt, das lasse ich hier, damit ich nachschauen kann, ist ein Kühlakku. Sie haben wieder Kühlakkus reingetan. Und sie haben auch auf der Seite geschrieben, es sind nur Kühlakkus, weil viele dann gedacht haben, ist das ein Überraschungsprodukt, ist das was zum Essen? Ist, glaube ich, logisch, dass das ein Kühlakku ist. Also letztes Jahr haben sie es auch so gemacht, dass sie Kühlakkus verwendet haben. Also ergibt Sinn. So, und dann fangen wir an mit dem Unboxen. Das erste, was mir schon entgegenguckt, und es ist immer mit Peanut Butter und ich liebe es, sind von Reese's Pieces Peanut Butter Candy in Crunchy Shell. Also das sind im Endeffekt so Smarties mit Peanut Butter drin und außen eben ja mit so Zuckerschicht, wie halt die Smarties auch. Finde ich mega cool, ich liebe Peanut Butter und von Reese's hatte ich bis jetzt nichts drin, was ich nicht gern gegessen habe, was mir nicht geschmeckt hat. Mega schon mal. Dann haben wir als nächstes die Big Hoops Barbecue Beef Hula Hoops Grab Bag. Und zwar sind das so runde, ja, Chips im Endeffekt. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so mit Chips und ich habe es auch nicht so mit Barbecue, aber an sich hört sich es nicht schlecht an. Werde ich vielleicht nicht mehr. Mal gucken. Vielleicht geht es auch an euch. Dann haben wir als nächstes Hazelnuts Bread M&M's. Und die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Also wir hatten schon Peanut Butter M&M's und so, aber die, glaube ich, kenne ich noch nicht. Konnte mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Und zwar ist da Haselnusscreme, denke ich mal, drin. Hört sich interessant an, werde ich auf jeden Fall gerne testen. Dann haben wir als nächstes Sweet Tarts Extreme Sour Chewy Artificial Flavors 6-8 Pieces Serving per Pack. Was sind die nochmal extra eingepackt? Nein. Okay, da muss ich jetzt nachlesen, was das ist genau. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, Sweet Tarts Chewy Sour. Du kennst die klassischen Mentos. Die Kanadier setzen dem Ganzen noch die Krone auf. Denn die Sweet Tarts Chewy Sour sind nicht nur leckere Kaubonbons. Nein, sie bringen deinen Geschmacksnerven so richtig auf Touren. Süß, aber auch ziemlich sauer. Ähnlich wie die Kaugummis von Center Shop. Einst waren diese kleinen Dragees unter dem Namen Wonka Shockers bekannt. Okay, muss ich mal gucken. Ich habe es leider auch nicht so mit sauer, aber werde ich vielleicht probieren. Und wenn es mir nicht schmeckt, vielleicht an meinen Neffen und meinen Bruder weitergeben. Dann haben wir als nächstes Sun Bites und zwar Grain Wafers Sun Ripened Sweet Chili Flavor. Free Whole Grains. Wir hatten ja schon mal drin die normalen Sun Bites im Meersalz. Die waren mega gut. Die habe ich letztes Mal mit Guacamole gegessen. Die waren sehr, sehr gut. Die hätte ich auch echt so essen können. Und ich habe es leider nicht so mit Chili, mit so scharfen Sachen. Ich esse eigentlich viel nicht. Also ich esse es schon, aber ist jetzt nicht meine Lieblingschipssorte, sagen wir es mal so. Genau. Aber natürlich nicht schlecht. Dann das nächste, was mich mega anspricht, von Ritz Bites Peanut Butter Bag About 3 Servings.
Ja, das sind so Kekse. Kennt ihr die Ritzkekse? Das ist wie so diese Tuck-Kekse, nur in rund und mit Löchern. Und da ist eben Peanut Butter dazwischen. Bin ich mega gespannt, wie die schmecken. Ich hatte jetzt vor kurzem auch die anderen Kekse gegessen, waren die letzten Monate drin. Auch so Doppelkekse mit Peanut Butter dazwischen, waren mega gut. Und da bin ich echt gespannt, wie die schmecken. So, dann haben wir als nächstes Maynard's Swedish Berries. So, schwedische Beeren. Ist ja lustig, also das sind die Himbeeren. Und ich bin mir sicher, dass wir die auch schon mal drin hatten. Bin ich mir echt sicher. Und ich habe die meinem Papa gegeben, weil ich habe es einfach nicht so mit Gummibärchen. Vor allem mit Himbeere. Ich mag Himbeeren nicht so gerne. Sonst esse ich Gummibärchen eigentlich total gerne. Aber die habe ich, glaube ich, meinem Papa weitergegeben. Der, glaube ich, ein guter Kandidat für uns. So, dann haben wir als nächstes einen Riegel, der mir, glaube ich, aber ein bisschen zerlaufen ist. Also ich glaube, der gehört nicht ganz so. Und zwar O. Henry Reese Peanut Butter. Wieder von Reese, ein Peanut Butter Riegel. Wieder etwas cool für mich. Und da gucken wir, der O. Henry Peanut Butter Schokoriegel hat eine lange Geschichte. Um genau zu sein, geht sie sogar in die 1910er Jahre zurück. Kanadische Schokoladengeschichte also. Daher wissen die Kanadier natürlich, wie sie einen der besten Schokoladenriegel mit feinem Karamell und Erdnussbutter herstellen müssen, den jeder liebt. Hört sich mega, mega gut an. Und dann hatten wir schon nochmal, beziehungsweise nochmal, wir hatten den Mr. Big schon mal drin, aber in einer anderen Form, beziehungsweise in einer anderen Geschmacksrichtung, weil das ist jetzt außen mit dunkler Schokolade, glaube ich, oder schwarzer Schokolade und so Puffreis. Und ich habe bis jetzt bloß helle Schokolade, wenn ich mich nicht alles täusche. Genau, diesen Riegel. Ich liebe Schokoriegel. Und vor allem aus Amerika, die sind so gut. Man schafft zwar nie die ganzen Riegel auf einmal, aber mega. So, gucken wir. Mr. Big, so big, they call him Mr. Das war in den 70er Jahren der kanadische Werbeslogan für den größten Schokoriegel Kanadas. Der ist wirklich riesig. Und das können wir nur unterschreiben. Dieser Schokoriegel wird dich mit seiner Vanillewaffel, Vanillewaffel, bedeckt von Karamell und Reischips, dann noch überzogen mit feinster Schokolade, einfach nur umhauen. Und ja, der Riegel ist groß, also auf jeden Fall. Der O. Henry's ist auf jeden Fall kleiner. Mega, mega cool. So, das war's jetzt mit der Box. Wir haben insgesamt 8 Produkte drin. Ich glaube 6 bis 9 sollen immer drin sein. In der kleinen sind 6, maximal 6 drin und in der großen maximal 9. Also 8, das ist in der Mitte, das ist in Ordnung. Und es hätte bei dem Ritz auf jeden Fall noch eine andere Sorte gegeben. Und zwar Cheese hätte es noch gegeben. Also mit Käsefüllung. Oh, der hätte mich auch interessiert. Mit Käsefüllung konnte ich mir auch gut vorstellen. Dann gehen wir nochmal alles durch. Also, es sind auf jeden Fall wieder Produkte, wieder nicht drin, wo ich sage, dafür habe ich keine Verwendung. Das erste, dieser O. Henry's Riegel mit Peanut Butter. Ich liebe es. Wie gesagt, ich glaube, dass da echt etwas zerlaufen ist, aber ja, ist jetzt nicht schlimm. Ich werde den auf jeden Fall schnell verbrauchen, vielleicht heute schon aufessen, dass mir der nicht anläuft. So komisch weiß wird halt. Oder schmeckt die Schokolade, finde ich immer so komisch. Ja, aber sonst mega cooles Produkt. Dann haben wir als nächstes den nächsten mega geilen Riegel, dieser Mr. Big Riegel, geht einfach immer. Und es ist diesmal eine andere Sorte. Ich bin mega gespannt, wie das schmeckt mit dieser Vanillewaffel, aber da könnte ich mich reingehen. So, dann haben wir als nächstes die Sunbites Grain Wafers in der Sweet Chili Flavor Richtung. Und ich würde sagen, das ist das erste Produkt, was in eure Box mit reinwandert, denn ich habe es einfach nicht so mit Chili. So könnt ihr es wenigstens probieren. Dann haben wir als nächstes von Ritz diese Peanut Butter Bites. Habe ich schon gesagt. Mega, ich liebe Peanut Butter und ich hatte vor kurzem eben auch so Kekse. Und dann kann ich mal vergleichen, welche besser sind. Die aus den USA oder die aus Kanada. Ja, dann haben wir die Grab Bag Hula Hoops, Big Hoops, die Barbecue Beef. Die werde ich trotzdem gerne probieren, weil Barbecue, das ist dann trotzdem noch so ein bisschen süßlich. Mag ich auf jeden Fall lieber als jetzt zum Beispiel Chili und deswegen werden die auf jeden Fall bleiben. Dann das nächste, was in eure Box wandert, sind diese Maynard's Swedish Berries. Einfach, weil ich die schon drin hatte und ich die damals schon meinem Papa gegeben habe. Und so kann sie mal einer von euch probieren. Dann haben wir diese Sweet Tarts drin. Wie gesagt, muss ich mal gucken, ob mir die schmecken, ob die was für mich sind. Wenn nicht, werde ich sie weitergeben. Aber die interessieren mich schon. Die haben auch ein interessantes Design. Extrem sauer. Ja, werde ich sehr gerne probieren. Und dann haben wir als vorletztes
hatten wir als vorletztes diese M&M's Hazelnut Spread. Bin ich mega gespannt, kenne ich wie gesagt noch nicht. Nur die Peanut Butter und die Nuss und Crisp und Schoko, aber noch nicht Haselnuss Spread deswegen. Und dann auch wieder eines meiner Lieblingsprodukte, weil es mit Erdnussbutter ist. Diese Reese's Pieces. Das ist voll cool. Reese's Pieces. Rennt sich voll. Reese's Pieces. Ja, aber auf jeden Fall werde ich auch sehr, sehr gerne verwenden. Ja, hört sich immer an, als wenn es bloß zum Schminken wäre, wenn ich sage, werde ich auf jeden Fall gerne verwenden, werde ich auf jeden Fall gerne essen. Ich finde die Box dieses Mal wieder mega. Also wie gesagt, bis auf die zwei Sachen, die eben nicht so meins sind und die aber dafür an euch gehen werden, finde ich die Box sehr, sehr gut. Ja, war jetzt wieder nichts dabei, wo ich gesagt hätte, das würde ich gar nicht essen. Auch das hätte ich auf jeden Fall gegessen. Beziehungsweise das hätte ich wahrscheinlich meinem Papa runtergebracht, weil ich es einfach nicht mit Himbeeren habe. Aber die hätte ich wahrscheinlich gegessen. Ja, aber die könnt ihr probieren. Megabox. Bin auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Monat. Dieses Mal ist die Box wieder etwas später gekommen. Hoffentlich kommt sie nächsten Monat wieder etwas früher. Aber da gucken wir einfach mal. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sehr gerne einen Kommentar da lassen. Und ein Abo natürlich. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wirklich gar kein Video mehr verpassen wollt, die Glocke aktivieren. Und wichtig, am Gewinnspiel teilnehmen. Und dazu einfach natürlich das Video liken, öffentlich Abonnent meines Kanals sein, unten in die Box Hashtag Box schreiben und zusätzlich dazu schreiben, was ihr für ein Highlight-Produkt rein wollt. Und dann könnt ihr die Box, wo auf jeden Fall schon mal diese Sunbites drin sind und diese Maynards, gewinnen. Und wie gesagt, falls euch interessiert, was noch drin ist, unten in der Infobox sind die anderen Unboxings verlinkt. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und hoffe, dass ihr einen schönen Tag habt und dann sehen wir uns beim nächsten Unboxing wieder. Beziehungsweise beim nächsten Unboxing. Mal gucken, ob es ein Unboxing wird, je nachdem, wann die Glossy Box kommt. Dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Tschüss!